Guten Tag, meine Lieben. Hier sind wir wieder, kurz davor, eine klassische Intervention zu brauchen, ein bisschen Therapie. Denn ich sag mal so, es gibt so den harten Turn in den Filmen, die wir jetzt in den letzten Tagen gesehen haben. Und da war lustigerweise das Entspannteste noch der Krebsfilm, der klassische, der jährliche Krebsfilm quasi, Schwesterlein, ja. Mit der Nina Hoss und dem Lars Eidinger in den beiden Hauptrollen. Und ich muss sagen, ich dachte erstmal so, okay, das klingt auf dem Papier karg und schrecklich. Und möchte ich noch einen Krebsfilm sehen? Ich glaube nicht. Ich muss mich aber revidieren. Ja. Der war gar nicht so schlecht. Ja, das fand ich auch. Das war, das war vor allem auch Nina Hoss. Also man muss mal wieder sagen, was für eine fantastische Schauspielerin sie ist. Und da kommen wir zurück auf den Petzold und meine Arbeitstheorie, dass die Hoss alles spielen kann und alles rausreitet. Denn auch Schwesterlein ist eher ein Film, der jetzt sehr zurückhaltend und karg ist. Es ist jetzt nicht die großen Emotionen, alle weinen, sondern die meisten, die dort zu sehen sind, kommen entweder überhaupt nicht drauf klar, ignorieren das komplett oder versuchen irgendwie durchzukommen mit so der Härte aller Härten. Mhm. Wir haben ein Geschwisterpaar, sie sind Zwillinge. Ja. Lars Eidinger spielt quasi sich selbst, also einen großen Theaterschauspieler, der an der Schaubühne der Star ist, der aber erkrankt ist an einer ganz krassen Leukämie, die super aggressiv ist. Und seine Schwester hat ihm schon Knochenmark gespendet. Mhm. Nina Hoss spielt die Schwester Lisa. Und es scheint erstmal so, als ob alles wieder besser wird, aber dann hat er halt Rückfälle. Mhm. Und sie nimmt ihn mit in die Schweiz, wo sie jetzt wohnt. Sie ist eigentlich Theaterautorin, schreibt aber eine ganze Weile schon nicht mehr und hofft eigentlich so ganz klassisch, wie man es früher aus den Romanen des 19. Jahrhunderts kennt. Man muss nur in die Schweiz, ins Sanatorium, dann wird schon alles gut. Genau. So wird aber nicht. Nee. Ja, und dann, sie versucht schon ganz viel. Sie versucht ihm auch Lebensmut zu geben, weil er ist natürlich am Kämpfen, hat, glaube ich, die zweite Chemo hinter sich und es bleiben einfach auch nicht mehr viele Optionen. Und sie versucht auch sozusagen, ihn auch wieder ins Theater zurückzubringen, ne? Weil ja. Er eigentlich nur spielen will und sie auch so die Hoffnung hat, dass vielleicht über dieses Spielen wieder so ein Selbstheilungs- oder Selbstgesundungsprozess einsetzt. Ein Wunder, irgendetwas. Ja. Aber sie kommen ja auch passieren. Aus einer Theaterfamilie, wo es wirklich immer heißt, man ist erst tot, wenn man nicht mehr auf der Bühne steht und deswegen versucht sie, ihn darauf zu bringen. Ja. Ich fand, der Film war aber auch ein sehr, sehr interessanter Film über eine bestimmte Klasse und wie man mit Krankheit umgeht. Mhm. Denn wir sind hier so in der Upper Middle Class, ja, alle haben schon richtig ordentlich Schotter und wohnen in der Schweiz. Und es geht ganz, ganz stark darum, dass man immer funktionstüchtig sein muss. Ja. Lisa, die nicht mehr schreibt, weil ihr Bruder erkrankt ist, kriegt dauernd zu hören, wie scheiße das ist, dass sie ja nichts mehr macht. Sie ist ja nicht mehr produktiv. Ihr Ehemann arbeitet in einem Schweizer Internat, wo er wirklich kleine Kinder quasi darauf trimmt, total produktiv zu werden. Ja. Und dann haben wir eben diesen Bruder Sven da drin, der stirbt. Und keiner, nicht mal die Mutter, kommt darauf klar, dass man sozusagen nicht mehr neoliberalistisch funktionieren kann, weil man einfach kaputt ist. Ja. Und das fand ich, das ist sozusagen, das spielt überall mit und man sieht das in jedem kleinen Fasern und genau das fand ich am allerspannendsten. Ja. Und ich muss sagen, wenn der Eidinger mal aufhört, so völlig auszurasten, dann wird er spannend. Ja. Je leiser er wurde, weil je kranker er wurde, desto interessanter fand ich seine Darstellung und desto intensiver, zumal Nina Hoss das Ganze ja von Anfang an trägt und die beiden sich dann so dermaßen hin und her spielen, dass ich wirklich am Ende war ich völlig fertig. Ja, genau. Also ein super packender Film, sehr gut, sehr präzise inszeniert, hat uns beiden sehr gefallen. Aber wie ich höre, hatte ich auch noch einen anderen Film fertig gemacht, der neue Abel Ferrara-Film Siberia. Ja, über den will ich gar nicht so lange sprechen. Es ist eine Altmänner-Nabelschau vom Allerschlimmsten, wie ich finde. Also es ist ein Film, da geht es um einen Mann, der eine verwundete Seele hat und sich deswegen in eine Hütte in den Bergen zurückzieht und eigentlich nur einsam sein will. Gleichzeitig macht aber in dieser Hütte irgendwie so eine Art Café auf und dann kommen mal Russen vorbei, okay. Wie das so in Kanada ist, und dann kommen Inuit vorbei und irgendwann begibt er sich auf einen Schlittenfahrt, die aber gleichzeitig so eine Reise in seine eigene Seele ist und durch seine Seelenlandschaften. Und er begegnet dort seinem Vater, der von ihm selbst, also von Willem Dafoe gespielt wird, seinem Bruder, der ebenfalls von Willem Dafoe gespielt wird. Und es ist an ganz vielen Stellen, also es will so ganz tief sein und ist an
ganz vielen Stellen nur unglaublich banal. Also es gibt Dialoge, und ich meine, es ist ja, ne, es geht um ein Resümee eines Lebens. Es gibt Dialoge, da haben die Leute im Publikum einfach gelacht und ich auch, weil es so platt war. Das Gegenteil davon, ja, präzise und auf den Punkt und relevant und wichtig, ja, war Exil. Exil von Visa Morina, der eigentlich hätte im Wettbewerb laufen müssen. Ja. Er konnte nicht, weil er einfach schon in Sundance Premiere, ja, hatte. Aber das ist ein ganz außergewöhnlicher, toller Film, der, ja, bei dem geht es um Rassismus, um Alltagsrassismus, aber eben nicht nur. Die Geschichte geht darum, dass ein aus dem Kosovo stammender Pharmaingenieur das Gefühl hat, in der Firma gemobbt zu werden. Ja. Also er wird irgendwie, ihm werden wichtige Informationen vorenthalten. Es wird ständig irgendwie gesagt, er wäre ja Kroate, da muss er immer korrigieren. Nee, er kommt aus Kosovo. Und es gibt so, er hat so einen Kollegen im Verdacht. Ne? Und was auch ist, er hat eine Rattenphobie. Und irgendwann hat er das seinem Vorgesetzten mal gesagt. Plötzlich hängt eine tote Ratte an seinem Gartentor. Nochmal einige Zeit später brennt der Kinderwagen bei ihm. Und die Polizisten machen irgendwie nur blöde Witze und sagen irgendwie, ja, sind sie aus Schwaben, weil es mal diese Episode gab. Ja, wo, ja, ja. Total, ne, lustig. Genau. Mhm. Und ja, er steigert sich langsam rein. Und was das Schöne ist, dass es einerseits um Rassismus geht, man aber andererseits nie weiß, ob es nicht vielleicht doch nur seine Paranoia ist. Ne? Und ja, das ist eine sehr schöne, ausbalancierte, naja, es ist ein Psychodrama mit so ganz kleinen, ganz präzise gesetzten Horror-Elementen. Und, ja. Und erfährt man denn am Ende was, gibt es sozusagen, ist es ein offenes Ende oder weiß man am Ende, was los ist? Nein, es ist ein offenes Ende. Es bleibt offen und das ja, ich kann es einfach nur selbst sagen, es arbeitet in einem weiter. Ne? Ja, okay, das klingt jetzt schon, als ob man damit mehr arbeiten könnte als mit Willem Dafoe, der in einer, absolut, Höhle einen Café eröffnet. Ja, also Exil von Visa Morina. Ja. Großartig, absolut empfehlenswert. Schwesterlein genauso, Siberia. Außer man steht auf Höhlen und Willem Dafoe oder, genau, so. Ich habe keine Ahnung. Egal, wir gehen jetzt weiter. Es gibt noch einige Filme zu gucken. Wir sind ja gerade mal so halbwegs fast auf der Hälfte der ganzen Geschichte. Deswegen guckt doch bitte auf unserer Website vorbei. Dort stehen alle Kritiken, die wir schreiben. Es sind sehr, sehr viele, denn wir versuchen ja so viel wie möglich abzuarbeiten. Auch unsere Kollegen sind hier unterwegs. Und wir sehen uns morgen wieder. Ciao.